gut jetzt. Hallo und herzlich willkommen diese Woche zu Ist gut jetzt. Heute ist eine besondere Sendung, denn heute gibt es das wahrscheinlich einfachste Brot der Welt. Wie es geht? Schaut zu, ich zeig's euch. Und reinkommen in unser Brot nur die absoluten Basics. Schaut drauf, Mehl, Salz, ein kleines bisschen Zucker, Hefe und Wasser. Das war's. Backen wir's. So, ich habe schon gesagt, das wahrscheinlich einfachste Brot der Welt. Am besten sage ich mal, was wir nicht dafür brauchen. Also wir brauchen keine Knetmaschine, wir brauchen nicht irgendwelche exklusiven Zutaten. Wir brauchen ein bisschen Zeit, das brauchen wir schon. Und ein bisschen Muskelkraft, ansonsten keine Vorkenntnisse. Also, und wir brauchen nicht mal einen Hightech-Ofen, um ein richtig geiles Brot zu machen, denn wir haben hier unseren Bräter und in dem backen wir das dann. Zwar in unserem Ofen, aber wir haben hier so eine optimale, richtig kleine, schöne Backkammer, wie wir sie in so einem High-End-Ofen auch haben. Die simulieren wir einfach in unserem Bräter hier und dann gibt es so ein richtig geiles, aufgezogenes, knackiges, rösches Brot. Und das in wenigen Minuten, deswegen erzähle ich so viel. Wir müssen ja die Sendung vollbringen, das geht jetzt gleich ruckzuck. Ich zeige euch, wie es geht und mit einer Schüssel und einem Kochlöffel geht's los. Und das Rezept, das blenden wir hier ein, es ist ja wirklich nur minimal, und legen los. Ich habe hier heute ein Dinkelmehl genommen. Einfach deswegen, weil wir so schön lange Ruhezeit mit drauf geben und da ist Dinkel wirklich optimal. Es ist ein leckeres Mehl, bringt ein bisschen was Nussiges mit rein und von daher wunderbar für unser Brot, das nicht geknetet wird, sondern einfach nur ein bisschen gerührt. Dann haben wir hier Salz für den Geschmack natürlich, ein bisschen Zucker, dass die Hefe was zum Knabbern hat und besagte Hefe. Minimal, also wirklich nur ganz wenig, denn die Ruhezeit sind 10 Stunden, die wir drauf geben, aber es ist so einfach, wir stellen es einfach in den Kühlschrank und müssen gar nichts machen. So, das war schon die größte Arbeit, die Sachen abwiegen bitte, alles wiegen, auch das Wasser. Wir haben es gerade gemerkt, mein Messbecher hat zwar hier solche Strichchen, aber als ich es gewogen habe, haben wir gesehen, das passt einfach nicht. Also deswegen beim Backen immer angewöhnen, alles wiegen, anders als beim Kochen, wo man mal eine Handvoll hier und voll da. Ein richtig tolles Rezept, richtig ausgearbeitet, passt nur, wenn es aufs Gramm stimmt. Es geht los, wir kneten den Teig, schaut genau hin, denn es ist gleich vorbei. Los geht's! Einfach hier unsere minimalistischen Zutaten ein bisschen zusammenkneten. In der Regel haben wir ja, wenn wir die Maschine nehmen, Laufzeiten von 4 Minuten langsam, 10 Minuten schnell. Das alles sparen wir uns. Das ist ein Nicht-Knet, also ein No-Knet-Teig. Hier wird nicht geknetet. Der Teig muss nicht ausgeknetet werden, so heißt es beim Bäcker, so ein Bäckerfachwort. Auskneten heißt, dass der Kleber sich so richtig vernetzt. Dieses Eiweiß, was in dem Mehl drin ist, das brauchen wir jetzt nicht. Wir verbinden jetzt einfach Wasser mit Mehl und dann decken wir es gut ab und packen es rein in den Kühlschrank. Ich habe schon gesagt, 10 Stunden sollten es sein. Und nämlich in der Zeit verbindet sich auch so ein bisschen so ein Klebergerüst. Ein kleines bisschen anders, als wenn man es ausknetet. Aber das gibt dann ja einen Charakter. In der Struktur später, wenn man es anschneidet, sieht man dann schöne, ungleichmäßige, große Löcher. Und natürlich das Aroma, das sich bildet durch die lange Fermentation. Das ist egal, ob man es ausgeknetet hat oder nicht. Schaut nochmal drauf. Das war schon die größte Arbeit beim Kneten. Noch ein kleines bisschen, dass das ganze Mehl weg ist. Und dann haben wir es auch schon. Et voilà! Unser Teig. Perfekt. So, jetzt wichtig, die ganze Sache gut abdecken. Also mit so einem Plastik hier, habe ich schon vorbereitet, so eine Frischhaltefolie, dass uns der Teig jetzt bei der langen Reifezeit nicht abtrocknet und dadurch trocken wird. Das hat man dann später im Brot, so trockene Stellen, wo man hart drauf beißt. Das könnte dann so eine Verhautung sein. Deswegen schön zudecken und jetzt gute Nacht im Kühlschrank. Unsere Ruhezeit für den Teig ist jetzt vorbei. Ihr seht es deutlich, er hat sich
vermehrt, er ist aufgegangen, die Hefe hat gearbeitet, er glänzt so richtig schön, das kommt durch die vielen, vielen Stunden. Und da verändert sich eben dieses Teiggerüst da drin, das wir ja nicht ausgearbeitet haben, ich habe es ja zu Genüge erklärt. Aber was ist noch passiert in dem Teig? Wir haben ein Dinkelmehl, was so ähnlich wie ein Weizenmehl in der Zeit niedermolekulare Zuckerstoffe abbaut. Das heißt, es wird verträglicher. Viele Stunden Ruhezeit machen ein Brot einfach viel bekömmlicher für Leute, die da ein bisschen sensibel sind, egal ob Weizen oder Dinkel. Viele Stunden machen einfach lockerer. Es ist auch geschmacklich viel besser geworden und natürlich hat es ein anderes Mundgefühl dann später. Das werden wir dann, wenn wir es anschneiden, sehen. Jetzt steht er hier vor mir. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir es nicht mehr zusammenklatschen. Also jetzt zärtlich, ne, wir Bäcker, wissen wir ja, ne, schön zärtlich behandeln. Deswegen habe ich jetzt hier auch nochmal Dinkelmehl zum Stauben und ein Siebchen. Was ist noch passiert in der Zwischenzeit? Ich habe jetzt unseren Römertopf im Ofen. Den habe ich vorgeheizt, 250 Grad. Wir wollen da richtig Gas drauf geben auf unser Brot. Und der soll mit erhitzt werden, dieser Römertopf. Denn der, habe ich ja gesagt, der wird so eine richtig tolle Backkammer, aber die muss heiß sein. Wenn wir das kalt reinstellen würden, wird es ewig dauern, bis die Hitze von außen da durchkommt und unser Brot drin das Backen anfängt. Deswegen mit heiß machen gleich beim Aufheizen, dann haben wir es perfekt. Dieses Backpapier kommt auch mit rein, deswegen staube ich da schon mal unser Mehl drauf. Jetzt brauchen wir noch einen Teigschaber, eine Teigkarte. Und jetzt kommt das Schwierigste vom Handling. Ich packe da ein bisschen Mehl drauf. Mehl macht überhaupt nichts aus in dem Fall, denn das verschwindet dann beim Backen und was übrig bleibt, macht so einen rustikalen Charakter. Wir wollen ja so ein richtig schönes, aufgerissenes, rustikales Brot. Jetzt lockere ich das vorsichtig ein bisschen vom Rand weg. Ganz wichtig, dass da ein bisschen Mehl liegt, dann kann ich das schön vom Rand wegschieben und das Mehl ist dann wie eine Trennschicht dazwischen. So, kann man an der Seite bestimmt gut sehen. Da sieht man auch die Lockerung, so die Bläschen am Rand. Und jetzt kippe ich das vorsichtig, zärtlich auf die Mitte von unserem Backpapier. Das löst sich jetzt, kann man wunderbar sehen, so langsam hier ab. Man sieht diese tollen Gärblasen, diese Lockerung, die dann später im Brot uns den Spaß bringen. Und jetzt schiebe ich es einfach noch ein bisschen übereinander, dass dann das Mehl oben ist. So, ein bisschen von der Seite, ein bisschen von der Seite. Hier klappe ich es noch ein bisschen ran. So. Achtung. Das kommt jetzt so in unseren Römertopf. Den hole ich jetzt raus, heiß, schnell rein mit dem ganzen Papier und dann auch wieder rein in den Ofen. Aber das können wir eins zu eins machen, das geht eben nicht. Flux, los geht's. So, da steht er schon drin. Bitte, Achtung, 250 Grad sind sehr heiß. So, Deckel auf. Und jetzt unser Teigstück zusammen mit dem Backpapier einfach vorsichtig reinheben. Das passt hier perfekt rein. Das Papier am Rand ziehen wir einfach so ein bisschen weg, dass der Deckel dann wieder gut drauf passt und unsere Backkammer schön dicht schließt. Deckel drauf. Achso, wir können noch ein bisschen, wir wollen es ja noch ein bisschen rustikal machen. Auch wieder Dinkelmehl drauf. Bitte auch zum Stauben und Verarbeiten Dinkelmehl nehmen, dann ist es nämlich ein reines Dinkelgebäck. So, und jetzt machen wir hier noch ein paar Risse rein. Da hat es dann die Chance, noch ein bisschen rustikal aufzuschneiden. Das ist auch wieder absoluter Bäcker-Freestyle. So, schnell bevor es abkühlt, Deckel drauf, rein in den Ofen und nochmal 10 Minuten bei 250 Grad so richtig anbrennen, anbraten lassen. Los geht's. Nach 10 Minuten stellen wir die Temperatur runter auf 220 Grad und da backen wir es dann bis zum Schluss bei dieser Temperatur.
So, die halbe Stunde ist vorbei, die erste halbe Stunde. Jetzt kommt mal ran, schaut es euch mal an, wie es aussieht. Muss man noch ein... Boah, super geil. Schaut mal, wo wir es eingeschnitten haben. Hier ist es ein bisschen aufgeplatzt an den Stellen und es ist wirklich schön voluminös. Die Farbe noch ein bisschen hell, aber jetzt holen wir es raus. Jetzt holen wir das da raus, ohne uns zu verbrennen. Ach, dafür ist der Kochlöffel auch gut. So, vorsichtig. So. Achtung, heiß. Jetzt noch ein bisschen drauf aufpassen, dass es nicht zusammenfällt, wenn man das daher werfen würde. Und dann nochmal rein in den Ofen, nochmal eine halbe Stunde. Jetzt ohne Topf, ohne Römertopf, einfach, dass es rundum schön knackig, knusprig wird und nochmal eine ordentliche Farbe bekommt. So, und jetzt ist es soweit, schaut mal her. Die Zeit ist vorbei. Es sieht wirklich mega aus. Genau so, wie es sein soll. Verschiedene Braunfarben, genau da, wo wir geschnitten haben, ist es rustikal aufgeplatzt. Es ist, hört mal her, oh, und heiß ist es. Aber ich schneide es mal für euch an. Schaut mal her, dass ihr seht, wie es innen drin aussieht. Hört euch das mal an. Super. So. Puh, heiß. So, schaut es euch an. Schön feinporig, schön soft, das sieht man so schon. Wirklich wenig Zutaten, ein Riesenspaß und kaum Arbeit dabei. Viel Spaß beim Nachmachen, ist gut jetzt. Gut jetzt!